Wir alle lieben sie, die M2A1 Blech-Munitionskiste. Tupperware für Männer. Hallo und willkommen bei Spartanat. Heute geht's um Munitionskisten. Genauer gesagt eigentlich um die neuen Kunststoff-Munitionskisten von PPD aus Dänemark. Aber zuerst die gute alte M2A1 Blechkiste. Ihr kennt sie, Stahlblech, 2,4 Kilo schwer. Sie rattert und macht diese Klonkgeräusche, auch wenn man sie abstellt. Wenn man sie auf Metall abstellt, ist es noch schlimmer. Diesen speziellen Deckelverschluss, sonst wasserdicht, stabil, gebraucht, sehr günstig zu haben. Manchmal findet man sie für 5 Euro oder so, aber dann sind sie rostig, verbeult und sonst was. Sonst so um die 20 Euro bekommt ihr sie. Prinzipiell eine super Kiste, die aber seit den 1950er Jahren nicht mehr weiter verändert wurde. Also nur minimal. Das Grunddesign war gleich, es ist weiter Stahlblech und sonst ist alles gleich. Wo sehe ich die Nachteile dieses Dings? Erstens, es ist laut, dieses typische metallerne Geräusch. Ja, wenn ihr zwei aufeinander stellt oder sie auf den Boden stellt, man hört es ewig weit. Und das Gewicht. Sie hat leer 2,4 Kilo. Ein bisschen mehr, manchmal ein bisschen weniger, aber gute 2,5 Kilo. Ja, oder knappe 2,5 Kilo ist richtiger. Ansonsten, um darin Munition halbwegs luftig zu lagern im Waffenschrank, super. Um sie mitzunehmen, ein bisschen grenzwertiger. Der Tragegriff, ja. Funktioniert, der zweite Tragegriff ist fürchterlich, wenn ihr da Gewicht drinnen habt, müsst ihr froh sein, wenn ihr keinen Finger verliert. Um 2016 herum hat sich PPD aus Dänemark gedacht, hey, es kann nicht sein, dass diese Kiste seit 1950 nicht weiter verbessert wurde. Und sie haben ihre eigene Kiste entwickelt. Die M2A1 Lightweight, noch irgendwas, ja, Lightweight Polymer Case, LPC genau, so heißt sie, hat prinzipiell mal die mehr oder weniger gleichen Außenabmessungen. Auch innen ist sie gleich groß, später mehr. Aber zwei wesentliche Vorteile. Erstens, es ist Kunststoff, es ist leiser. Ja? Wenn ihr es abstellt, habt ihr nicht dieses... Ja. Ihr habt einen schönen Tragegriff dabei. Oder bessere Tragegriffe aus Gurtband, die ihr auch austauschen könnt, falls euch die Farbe nicht gefällt. Und sie wiegt nur knapp 800 Gramm. Das heißt, drei dieser Kisten wiegen genauso viel wie eine. Das ist für mich ein großer Selling Point. Ja. Vor allem für Armeen und sowas. Sie arbeiten jetzt dran, das im großen Stil an alle möglichen Armeen zu verkaufen. Denn ja, wenn man palettenweise Munition verschickt oder verschifft oder mit dem Flugzeug transportiert, und das Transportbehältnis nur ein Drittel wiegt, oder ja, kann man ein paar Tonnen pro Lieferung einsparen, die man wieder mit mehr Munition befüllen kann oder andere wichtige Dinge. Man braucht ja viel, wenn man in Konfliktgebieten unterwegs ist. Wir sind darüber gestolpert bei der diesjährigen IWA und dachten uns, hey, die finden wir cool, die will ich mir anschauen. Haben wir dann am Stand genau angesehen und war dann so begeistert davon, dass ich beschlossen habe, hey, die wollen wir auch euch näher bringen und deshalb verkaufen wir sie bei uns im Shop. Link findet ihr unten in der Beschreibung. Die Sachen, die mir persönlich gut an der Kiste gefallen. Die alte Blechkiste ist nicht schlecht, sie ist super, sie macht, was sie soll. Ich sage auch nicht, ihr müsst jetzt alle wegschmeißen und nur die kaufen. Ich meine, freuen würde es mich, aber es ist eine gute Kiste. Aber die ist besser, ein bisschen besser, weil sie moderner ist. Im Endeffekt, Kunststoff, sie ist leichter. Sie ist besser zu tragen mit diesen Gurtbandtragegriffen. Ja. Auch vorne könnt ihr auch so tragen. Hier bei der alten verliert ihr einen Finger, wenn ihr das macht. Finde ich gut. Sie ist ab Werk abschließbar. Sie hat hier oben eine kleine Öse, mit der kann mit einem kleinen so einem Draht verplombt werden. Oder es gibt auch diese ganz feinen TSA-Schlösser, die es auch für Koffer gibt. Könnt ihr verwenden, super. Hier müsst ihr was anschweißen, damit ihr es absperren könnt. Oben hat er so kleine Knubbel. Unten die dementsprechenden Ausnehmungen. Das heißt, ihr könnt sie aufeinander stellen. So. Und es verrutscht nicht. Oder? Wenn die kann schon mal sein, dass sie runterrutschen und wegfallen. Ja? Auch ein Vorteil.
Sie ist stabil genug. Ich glaube, die Stahlblechkiste könnte etwas stabiler sein, aber ich kann mich ohne Probleme da draufstellen und sie hält, ohne dass auch irgendwie was undicht wird. Der Öffnungsmechanismus ist auch nicht hier vorne zum Hochklappen, wie man es kennt, sondern oben. Im Endeffekt macht er sie auf und auf geht die Kiste. Innen hat sie die gleichen Abmessungen wie die Stahlblechkiste. Das ist interessant, falls ihr schon diverse Inlays aus Schaumstoff oder sonst was euch gebastelt habt, könnt ihr die aus der Stahlkiste rausnehmen, hier reingeben. Auch könnt ihr hier den Deckel abnehmen, gleich wie bei der anderen. Es ist auch von den Außenabmessungen ungefähr gleich, also nicht auf den Millimeter genau, aber ziemlich genau. Somit kann diese Kiste auch in allen die ganzen Halterungen, die es gibt, um die M2A1 Blechkiste zu sicher zu verwahren am Fahrzeug, könnt ihr mit dieser genauso verwenden. Ja? Die ganzen Plastikteile sind austauschbar, sollte mal was brechen, was bis jetzt noch nicht der Fall war, aber man weiß ja nie. Außerdem gibt es die in mehreren Farben. Also wir bieten euch im Shop an das Beige, Schwarz und klassisches Grün. Das sind einfach die gängigen Farben. Es gibt auch noch Blau, Rot, Orange, nein, Orange nicht, Knallgelb und ein paar andere Farben auch noch. Cool ist, die Deckel, da das alles genormt ist, könnt ihr auch zusammenstückeln. Ich kann den grünen Deckel nehmen und sie auf meine beige Kiste geben. Und den beigen Deckel auf die grüne Kiste. Also könnt ihr euch irgendwie eine Farbkodierung zurecht machen. Ist doch super. Hm? Schön. Wer es mag. Was auch ein Pluspunkt ist, an der Unterseite ist das Symbol für Lebensmittel echt. Das ist, nicht falsch sage, ja, Polypropylen und es ist Lebensmittel echt. Das heißt, ihr könnt es auch als großen, geruchsdichten Nahrungsmittelcontainer verwenden. Also wer mal im Bärengebiet, also in Europa, das ist, glaube ich, nirgends der Fall, falls ihr in den USA seid, könnt ihr das auch verwenden, um eure Nahrung geruchssicher darin aufzubewahren. In puncto Robustheit. Ich habe eine Kiste genommen, eine Opferkiste sozusagen, und geschaut, was sie aushalten. Ich habe einmal genau diese Blechkiste hier genommen und hier die Kunststoffkiste von PPD. Ich habe sie zum einen mal leer, muss ich sagen, in ein Gewässer geworfen. Beide schwimmen, beide waren innen dicht, es war kein Wasser drinnen. Dann habe ich beide am Fahrrad über den Asphalt nachgezogen. Bei der Stahlblechkiste hier unten war es abgenutzt und ja, glitzerndes Metall. Hier typische Plastikkratzspuren, aber beides super stabil. Dann habe ich sie auch vom fahrenden Rad runterfallen lassen. Hier interessantes Ergebnis. Die Kunststoffkiste hat es tadellos überlebt, halt ein paar Abkratzungen vom Aufschlag auf dem Asphalt. Aber die Kiste hier ist aufgegangen bei 2 von 3 Mal. Weil einfach dieser Verschlussmechanismus, wenn da etwas ein bisschen verbogen ist, kann man es fast, es schließt nicht mehr ganz. Das heißt, durch den Schlag ist die aufgesprungen. Ihr seht, es geht sehr leicht auf. Ist jetzt kein Manko der Kiste im Allgemeinen, nur von dieser hier. Ja. Aber es gibt so viele dieser Verschlüsse, die so schwer aufgehen, dass man sich fast die Hand bricht beim Öffnen. Aber ja, ist jetzt trotzdem keine schlechte Kiste, wie gesagt. Die Anwendungsgebiete. Zum einen könnt ihr darinnen Munition lagern. Ja, ganz klassischer Fall. Komm her. Ihr lagert Munition darin. Hier, Kleinkalibermunition. Füllt es an bis zum Rand. Kleinkalibermunition, super. Sehr straightforward. Der eigentliche Zweck dafür. Eigentlich müsste ich gegurtete .50er Munition drin lagern, aber als Zivilist schwierig in Österreich. Also Munition. Ihr könnt sie dank diesem Ding hier, dank dem vorderen Griff, sehr gut aus dem Kasten ziehen. Ach Gott, Munition ist so schwer. Oder auch gut tragen. So eine Kiste hat ja gleich mal 12 bis 20 Kilo
alles kein Problem. Die habe ich verwendet, die zerstörte Testkiste sozusagen, verwende ich, um mein ganzes Funkequipment darin aufzubewahren. Also Akkus, die PMR-Funkgeräte und was sonst noch so reinpasst. So weiß ich, hier ist alles auf einem Ort, es ist luft- und wasserdicht verpackt, da kann nichts sein. Und es ist crushproof, also zusammenrücken ist da auch nichts. Und eine verwende ich als Range Bag sozusagen, als leichten. Wenn ich nur einen kurzen Ausflug zu einem Schießstand mache, gebe ich hier ein bisschen Munition, Gehörschutz, Loader, Schutzbrille und was sonst noch rein. Da sie auch absperrbar ist, könnt ihr darin auch eure Pistole transportieren. Langwaffe geht sich offensichtlich nicht aus, aber Pistole könnt ihr reingeben, verschließen und mit einer Öse vorne verschließen. Inwiefern das dem deutschen Gesetz entspricht, kann ich nicht sagen, aber es ist prinzipiell verschließbar. Als was eignet sich die Kiste noch, außer diese drei Möglichkeiten, die ich vorgestellt habe? Ihr könnt natürlich mit Schaumstoff oder Einlageböden ein sicheres Zuhause für eure Drohne bauen. Ja? Also Fernbedienung, Akkus, Schaumstoff zurechtgeschnitten oder irgendwas 3D gedruckt. Könnt ihr die Drohne damit transportieren. Durch das leichte Gewicht von 700 Gramm könnt ihr das Ganze auch in den Rucksack stellen oder legen oder wie auch immer. Ja? Und ihr habt die Drohne extrem sicher transportiert. Mindestens gleich sicher, wie wenn ihr die Drohne in einem speziellen Case verwendet. Ja? Weil der Transport der Drohne ist auch, wie wir in unserem Buch natürlich beschrieben haben, das Wichtigste. Ja? Ihr könnt noch so viele Drohnen mithaben, wenn alle kaputt sind, hilft es euch auch nicht. Also irgendwie gepolstert, crushproof, regenproof, so regendicht, staubdicht am besten noch. Diese Kiste eignet sich super. Eine Mavic 3 geht da locker, also eine große Mavic geht da locker rein, samt Zubehör. Das ist alles kein Problem. Jausen, Feschbar könntet ihr einpacken, ja? Also Nahrungsmittel drin aufbewahren. Gaskocher, einfach es verwenden, für den Haushalt vielleicht etwas overdesigned, aber wenn ihr das wirklich sicher verwahren wollt, im Lagerraum, mit einem feuchten Keller, habt was im, wollt was Luft und Feuchtigkeit geschützt lagern, die Kiste. Ja, also das Große ist, dann braucht ihr größere Kisten, aber sonst, es ist eine super Kiste einfach. Ein weiterer guter Verwendungszweck ist auch als wasserdichte Verpackung bei Kanu- oder Bootstouren. Ja. Könnt da alles reingeben, verschließt es, könnt Fangschnüre anknoten, das brauche ich ein Kanu aufs Boot, auf was weiß ich wo unterbringen und eure Ausrüstung ist sicher verstaut, zumindest die, die nicht nass werden soll. Könnt auch dann eure Leuchtpistole oder sonstiges Zeug reingeben und habt dann immer alles griffbereit. Durch das verwendete Material und die daraus resultierende Leichtigkeit mehr Anwendungsgebiete hat als die klassische Stahlblechkiste. Ja? Um Munition zu lagern, funktionieren beide toll. Etwas, was die besser kann als die neue Plastikkiste, die könnt ihr auch zu einem faradäischen Käfig umbauen, wenn ihr das wollt. Das geht natürlich, weil es Kunststoff ist, nicht. Aber ja. Das ist eher eine spezielle Anwendung. Aber ich wollte es gesagt haben. Nicht, dass es heißt, die Kiste ist schlecht. Sage ich auch nicht. Sag, die Kiste ist super. Ich liebe diese Kiste. Sie ist einfach ein ikonisches Stück Ausrüstung, was jeder haben sollte. Und sie ist einfach gut. Ich mag sie. Ich verwende jetzt fast nur noch ausschließlich diese Kisten. Weil erstens sie mehrere Farben haben, sie dadurch farbkodiert sind. Ich muss mir dann nur merken, was ich wo reingetan habe. Es ist manchmal die größere Schwierigkeit, aber ihr könnt sie auch ohne Probleme beschriften. Hier habt ihr große Flächen, ihr könnt auf den Deckel was raufschreiben, ein Etikett draufkleben, so wie auch bei den Blechkisten. Ja, das ist genau das Gleiche. Falls ihr interessiert seid und ich euch die Vorteile der PPD Kunststoff-Munitionskiste näher bringen konnte. Wir verkaufen sie bei uns im Shop noch bis Ende des Jahres für, ich sag mal, angenehme 40 Euro. Der empfohlene Verkaufspreis liegt höher, aber das seht ihr bei uns auf der Seite.
Wenn ihr jetzt sagt, das ist aber teuer, sage ich ja, aber sie kosten uns auch im Einkauf genug. Und wenn ihr schaut, wenn ihr die Stahlblechkisten neu kauft, kosten sie auch irgendwo zwischen 35 bis 40 Euro circa neu. Gebrauchte sind günstiger, aber Gebrauchte sind halt gebraucht, das sind dann mal rostig oder so. Also kostet sie im Endeffekt gleich viel wie die Stahlblechkiste. Nochmal kurz zusammengefasst, die Vorteile der PPD LWAC M2A1 Kunststoffmunitionskiste. Sie wiegt nur ein Drittel der Stahlblechkiste. Sie ist aus Kunststoff, das heißt, sie ist nicht so laut bei gleicher Robustheit und Wasserdichtigkeit. Also ich hoffe, ich konnte euch die neue Kunststoffkiste etwas näher bringen und danke euch für eure Aufmerksamkeit und bis bald, euer Lieutenant Dan.